ich bei der Japan-Ausstellung mitmachen will und war am Anfang sehr erstaunt, weil ich gefunden habe, dass meine Arbeit in keinster Weise zur japanischen Ästhetik passt. Sie hat mir dann verschiedene Möglichkeiten mit der Kuratorin Evelyn Benisch vorgelegt und die hat mir zur Entscheidung gegeben, ob ich das Formale oder ein anderes Thema, wie sich dann herausgestellt hat, bearbeiten will, und das war das Geisterthema und das ist genau meins. Und habe mich dann entschlossen, einen Teeraum zu machen, der nicht in diesem Sinn die Teezeremonie in den Mittelpunkt stellt, sondern den Grundgedanken eines Teehaus als Ruheraum. Also mich hat nicht das Fremde interessiert, sondern das Verwandte. Es geht um das zutiefst Menschliche, das egal wo, an welchem Ort auf der Welt auch immer, das Gleiche bleibt. Die Sehnsüchte, die Leidenschaft und die Ängste. Und in weiterer Folge die verschiedenen Umgangsformen damit.